Unsere liebe Edi. Die Frage ist, wo ist sie? Wo könnte sie sich aufhalten, die liebe Edi? Einladen. Edi einladen. Liara einladen. Ach so? Laden mal Liara ein erstmal. Steht so komisch, ne? Also sie spielt, sie hat gar kein Radio angemacht. Grüße, Commander. Shepard. Ich wusste nicht, dass du spielen kannst. Es ist das einzige Lied, das ich kenne. Wie kommt das? Weil es immer etwas Wichtigeres gab. Eine Ruine erkunden, Infos sammeln, einen Commander retten. Es fehlte die nötige Ruhe. Wohl wahr. Ist dieses Lied etwas Besonderes? Bei meiner ersten Ausgrabung zog ein Sturm auf. Wir mussten drin bleiben. Ich war ruhelos und wollte weiterarbeiten. Eine der anderen Archäologinnen, Dr. Olena, hatte überall dieses Keyboard dabei. Sie hat mir beim Warten dieses Lied beigebracht. Ein schönes Lied. Klingt aber cool. Danke, Shepard. Das Geile ist, dass sie mit einer Hand spielt, aber auch die dunklen Töne trifft, obwohl sie noch auf der hellen Seite spielt. Nachgejagt und hab manchmal vergessen, dass man auch durch nichts tun lernt. Indem man Zeit mit Leuten verbringt, an denen einem etwas liegt. Was haben Sie von mir gelernt? Alles. Ich nehme an, wie man sich täglich in lebensbedrohliche Situationen bringt. Kein Problem. Ich bin ein guter Lehrer. Der Beste. Okay, ich sollte jetzt gehen. Ich muss noch Berichte durchsehen. Zeit für eine Pause. Sie können hier arbeiten. Und Zeit für eine Pause. Warum bringen Sie mir nicht erst das Lied bei? Ihr Helferlein hat sich auch gerade abgeschaltet. Lief. Sag mal. Ach, der aktiviert das Ding dann einfach mal komplett, ja? Es ist hübsch hier. Soll ich die Berichte transferieren, damit Sie hier arbeiten können? Ja, danke, Glyph. Jetzt machen wir einen richtigen Asimov. Wir laden jetzt Edi auch ein. Mal schauen, ob Liara dann weg ist. Da bin ich mal gespannt. Shepard? Ich dachte, wir könnten den Nachmittag damit zubringen, Besitztümer für unsere Kollegen zu erwerben. Shopping? Warum nicht? Irgendein spezielles Geschäft? Physikalische Nähe ist unwichtig. Das Extranet bietet eine größere Auswahl, ohne dass der Unterhaltungswert darunter leidet. Jeff hat mir seine Kreditkarte unter der Bedingung geliehen, dass ich Spaß habe und girly-mäßig umshoppe. Haben Sie denn Jeff. Ihr eigenes Geld? Ich bin nicht offiziell angestellt und habe keinen gesetzlichen Status im Citadel-Sektor. Ein Verbrechen wäre schlecht für meinen Lebenslauf. Wir besorgen Ihnen bald eigenes Geld. Aber heute, was kommt zuerst?
Jeff würde sich über ein Geschenk bestimmt freuen. Was würden Sie empfehlen? Etwas, an dem Sie beide Freude haben. Was machen Sie gemeinsam? Die intensivste Interaktion haben wir beim Fliegen. Da fällt mir ein, er hat kein Skycar für Flüge im Präsidium. Hier, das 2187er Blackout ist mit einer Höchstgeschwindigkeit von 650 Stundenkilometern das leistungsstärkste Sport-Skycar seiner Klasse. Das bringt Jokers Blut bestimmt in Wallung. 5 Jahre Garantie? Ersatzteile? Nein, halt! Was stimmt da nicht? Der Beschenkte sollte dadurch nicht in den Ruin gestürzt werden. Mieten Sie eins. Verstehe. Nein, halt! Also vielleicht für einen Tag oder ein Wochenende. Wer kommt jetzt? Sie. Augen schließen. Okay. Ein Ring. Heiraten wir etwa? Nein. Ein Juwelier auf der Citadel stellt diese Stücke her. Aus Metallen von jeder Heimatwelt des Rats. Alle Metalle verbinden sich miteinander und verstärken den Ring. Er nennt sie Siegesringe. Wegen der Materialknappheit gibt es nur wenige davon. Emin, aber es gibt ein Problem. Selten ist schön. Wir sind nett. Einzigartig ist besser. Taxieren Sie mich etwa? Was ist taxieren? Der Gedanke zählt und Ihrer war wirklich schön. Die Formulierung kenne ich. Deswegen habe ich ein Resonanzdiagramm meiner Quantenbits aufgezeichnet, als ich die Idee hatte. Wenn Sie meine umfangreichen Logdateien lesen und meine Stickstoffzentren extrapolieren, können Sie den Gedanken präzise visualisieren. Ein ziemlich weit hergeholter Witz, Eddie. Hat ja, irgendwie schon. Ein paar Sekunden geklappt? Nicht mal im Ansatz. Wer jetzt? Ich habe an etwas für Liara gedacht. Oh. Alle weg. Das Foto ist so geil, ne? Rex in Kampfstellung. Es ist so geil, irgendwie das Foto. Aber Eddie und Joker sind toll. Die sind toll zusammen. Wir sitzen wie so ein Schulmädchen in der Mitte. Lara auf Droge. Trainor irgendwie wegguckend. Jack, Garrus, James und Rex, der will gleich jemand auf die Fresse hauen. So sieht das zumindest aus. Ah, ich mag unsere Crew. Es ist sehr, sehr schade, dass wir unsere Quarianerin nicht dabei haben. Ich glaube, das wäre noch lustig geworden. Okay, das war's. Achso, das ist das. Okay. Dann wollen wir raus. Sehr, sehr schade, dass wir unsere Quarianerin nicht dabei haben. Wie hieß sie denn nochmal? Shit, mir fällt der Name nicht mal ein. Ja, wir haben die ganze Einrichtung gekauft, deswegen haben wir kein Geld mehr, ne? So, Präsidiums Unterhaus, da waren wir, Dr. Brysons Labor. Gehen wir mal an die Andockbucht. Jetzt mal im Ernst, irgendwo. Schön, Garrus, dass Sie da sind, Shepard. Was haben Sie geplant? Etwas ohne einen Kampf gegen Reaper. Die Bar haben Sie noch nicht erobert. Hab ich schon erkundet. Aber wenn das schon mein letzter Tag ist, würde ich mich danach auch gern daran erinnern. Und? Ich hatte eine Idee. Jetzt bin ich gespannt. Mal schauen, wo es hingeht. Wohin gehen wir? An einen verbotenen Ort. Manches ändert sich nie, oder? Gibt es etwas, das Sie vor Ihrem Tod unbedingt noch tun wollen, Shepard? Bin zu sehr mit Leben beschäftigt. Und Sie? Während meiner ganzen Zeit bei C-Sicherheit hatte ich immer einen Wunsch. Einmal rauf ins Präsidium gehen. Ich hab's aber nie gemacht. 137 Regeln haben es mir verboten. Haben Sie sie geändert? Nein.
Heute sind sie mir einfach egal. Fuck off, man. Er ist auch nicht mehr bei C-Sicherheit. Es ist an der Zeit, mal was richtig Dummes zu tun. Vielleicht ist es unsere letzte Chance. Etwas belebter, als ich dachte. Wollen wir in den Pool springen? Schwimmende Turianer sind wirklich kein schöner Anblick. Strampeln und Spritzen, unterbrochen von spontanem Ertrinken. Stimmt, ich müsste ihnen nur wieder den Arsch retten. Zum Ausgleich für die vielen Male, wo ich ihren gerettet habe. Noveria, Feros, Ilos. Es war schon ein Wahnsinnstrip, oder Shepard? In Zeiten wie diesen erkennt man seine wahren Freunde. Es sind nicht die, die ständig nach einem Fluchtweg suchen. Es sind die, die in den schlimmsten Momenten an deiner Seite sind und dich niemals aufgeben. Ja. Ich bin wirklich froh, dass ich so jemanden kenne. Ja, ich auch. Sie bitten jetzt aber nicht um eine Hand, oder? Bevor wir zurückgehen, müssen wir noch eine Sache ein für alle Mal klären. Ach, das haben wir doch schon mal, ne, oder? Ich sag nicht, dass sie nicht mit einer Waffe umgehen können. Aber manche können damit tanzen. Finden wir raus, wer wirklich der bessere Schütze ist. Die meisten, die mich in der Galaxie in Action gesehen haben, wirkten durchaus beeindruckt, Garrus. Aber ich habe sie tanzen sehen, Shepard. Kein Kommentar. Vakarian, Sie werden verlieren. Und keine Sorge. Ich habe Übungskugeln geladen, falls Sie daneben schießen. Das war einfach. Und sollte nur Ihr Selbstvertrauen stärken. Große Distanz? Darin bin ich Experte. Das schafft kein Lebewesen, nicht mal Shepard. Geben Sie mir was Schweres. Ich sagte was Schweres. Zur Seite. Und los. Und wir machen das Ding. Kein Lebewesen. Aber ich war ja schon tot. Also schön. Nächstes Mal nehmen wir eine Herde wilder Klicksen dazu. Dadurch trennt man Anfänger und Profis. Alter, wie der da still. Alter, wie so besoffener, ey. Ein Keeper. Haben Sie herausgefunden, wie man Konsole? Knowles, ich habe einen weiteren Punkt gefunden, an dem die batterianischen Codes eingesetzt wurden. Verdammter Mist. Das sind die Codes für die ferngesteuerte Navigation. Der Absturz letzte Woche in den Docks. Wir hatten gedacht, es wäre ein Unfall. Shepard, auf dem Schiff waren 117 Allianz-Soldaten. Alles Menschen, genau wie die Patienten im Krankenhaus. Wir haben also batterianische. Sieht so aus. Okay. Der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander. Oh, echt jetzt? Da ist immer noch einer. Okay. Irgendwo soll jetzt also noch einer sein. Da geht's in Normandy. Logbuch. Spanische Sterbenachricht. Okay, komm, wir werden mal zurück auf die Normandy gehen. Wir haben jetzt die ganze Citadel abgesucht. Oder? Wir waren überall außer dem Huerta-Krankenhaus, glaube ich. Sonst waren wir überall.
Nein. Zurück. Ich hoffe, wir können jetzt noch mal entspannt suchen, dass sich die Reaper da ein bisschen ULG-Sprung erfolgreich. Okay, wir gehen mal erstmal dahin. Hat sich also nicht beruhigt. Carcosa galt zunächst als natürlicher Treibhausplanet, bis eine Asari-Expedition Palastruinen auf seiner kargen Oberfläche fand, die mehr als 2,7 Millionen Jahre alt sind und vermutlich Teil einer alten Stadt waren. Die einzig intakte Kammer scheint ein Thronsaal zu sein, mit Ausblick über eine große Mulde, die früher vermutlich ein See war. Es gibt Beweise, dass die Bewohner von Carcosa die Umwelt so lange verschmutzt haben, bis ihr Planet nicht mehr bewohnbar war. Der Treibhauseffekt geriet außer Kontrolle und störte die Frischwasserversorgung, bis weitere Erforschungen des Planeten. Also die weitere Erforschung des Planeten muss warten. Die Asari-Wissenschaftlerinnen wurden evakuiert, als die Nachricht vom Angriff der Reaper das System erreichte, und ließen Datendrohnen zurück, die den Überlebenden die bisherigen Ergebnisse berichten können. Okay, Scanner starten. Okay. Bibliothek von Asha. Ein Artefakt. Ja, sehr gut. Prozent. Was denn hier noch schön ist? Neargas. Neargas ist ein Eisplanet. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gelesen haben. Massenportal. Ausweichen erfolgreich. Wir müssen jetzt irgendwie tatsächlich mal irgendwie schauen, dass wir uns irgendwo aufladen können, ey. Im Andersbecken. Wir brauchen irgendwo, dass wir Treibstoff kaufen können. Viel zu wenig Treibstoff gerade. Aber irgendwo muss es doch Treibstoff zu kaufen geben. Da ist eins. Na gut. Und weg für den Markt. The Reaper. Kalini. Signal bestätigt. Mal sehen. Ein Wrack, das Wrack eines Treibstoffdepots, das von feindlichen Streitkräften zerstört wurde. Aus den Trümmern kann Treibstoff geborgen werden. 300 Einheiten Treibstoff erhalten. Finde ich gut. Misana. Lessus. Gehen wir dahin.
Lessus ist eine unbeliebte Gartenwelt, deren Eigenschaften knapp jenseits dessen liegt, was die Asari-Population für angenehm hält. Ihre Gravitation ist ein bisschen zu hoch, ihre Krankheiten etwas zu virulent und der Boden zu Landwirtschaft ungeeignet. Weitere Informationen gibt es kaum. Die Asari-Regierung hält sich beim Thema Lessus ungewöhnlich bedeckt. Normalerweise müsste eine Gartenwelt mit einer so alten Kolonie dicht besiedelt sein, aber man sieht nachts auf Lessus nur sehr wenige Lichter. Okay. Wir werden mal auf diesem Planeten landen. Wir nehmen mit Javik und Garrus. Wir haben keine Taschentücher, fällt mir gerade auf. Gar nichts habe ich hier. Nix. So, Waffen lassen wir. Bleiben wir bei. Bestätigen. 4 Punkte, 5 Punkte. Hier können wir was machen. Betäubungsschuss und Annäherungsmine. Das ist gut. Detonationsbereich allein 8 Sekunden lang 20% mehr Schaden. Gegner im Wirkungsbereich der Detonation werden 8 Sekunden lang mit 30% verlangsamt. Nee, der Schaden ist besser. So, und Javik. 3 Punkte. 4 Punkte. Hier mehr können wir nicht machen. Bestätigen. Dann wollen wir mal. Gibt's Informationen über die Mission, Liara? Das Asari-Oberkommando hat uns viel verschwiegen. Es geht um ein Adad-Yakshi-Kloster. Adad-Yakshi? Wie Morinth? Nein, diese Adad-Yakshi lebten in dem Kloster, damit sie niemandem schaden konnten. Aber sie sind mächtige Biotikerinnen und damit potenziell sehr gefährlich. Darum wurden Elite-Soldatinnen geschickt, um das Notsignal des Klosters zu untersuchen. Und was sollen wir für das Asari-Oberkommando machen? Also zerstören. Genau dazu hatten sie schweren Sprengstoff dabei, ja. Okay. Morinth war gefährlich, aber sind die Adad-Yakshi so eine Bedrohung? Morinth kam gerade erst in Fahrt. Adad-Yakshi hinterlassen astronomische Opferzahlen. Das Oberkommando wird erst ruhen, wenn der Ort zerstört ist. Es würde keine einzige freie Adad-Yakshi riskieren. Keine voreiligen Schlüsse. Vielleicht kam das Notsignal von den Adad-Yakshi. Wenn wir den Ort für die Asari zerstören, will ich wissen, was passiert ist. In Ordnung. Sobald wir dem Oberkommando Bericht erstatten, endet das sinnlose Töten. Okay. Asari-Elite-Soldatinnen finden. Das Shuttle ist noch warm und wurde kürzlich benutzt. Ups. Das sollte auch gar nicht hüpfen. Kein Fahrstuhl. Kein Strom. Dann gehen wir eben so runter. Scheint in der Nähe zu sein. Und sie hat Freunde. Ich höre etwas. Wachsam bleiben. Klingt auf jeden Fall nach Reaper oder so, ne? Anbelegschaft und Schülerinnen. Und bei unser neuer Tagesplan. Das Wecken erfolgt nun 15 Minuten später und die Flurwachen können die Aufgabenliste im Laufe der Woche herunterladen. Fragen oder Beschwerden bitte an mich oder Matriarchin Galle. Gruß auf Serien Yetra. Wecken 6 Uhr. Frühstück 6.30 Uhr. Morgenmeditation 7 bis 10 Uhr. Hausarbeit 10 bis 12 Uhr. Mittagessen 12 Uhr. Unterricht 12.45 bis 17 Uhr. Lernzeit 17 bis 18 Uhr. Abendessen 18 Uhr. Abendmeditation 19 bis 20 Uhr. Freizeit 20 bis 22. Nachtruhe 22 Uhr. Voll durchgetaktet, ne? Alter Schwede.
voll durchgetaktet. Oh. Reaper. Darum ist der Kontakt zu den Soldatinnen also abgebrochen. Das Kloster ist sehr abgelegen. Was wollen die Reaper von den Adajakshi? Alles. Was Brauchbares? Eine Karte mit einem Navi-Punkt für eine Bombe. In der großen Halle. Keine Überraschungsbombe auf Tuchanka. Aber die Soldatinnen wollen diesen Ort unbedingt zerstören. Das scheint mir sehr drastisch. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Adajakshi oder nicht. Eine Evakuierung hätte viele Leben gerettet. Wenn es keine Überlebenden gibt, zünden wir die Bombe in der großen Halle. Okay. Große Halle, wir sind aber noch gar nicht fertig mit gucken. Adajakshi. Wir gucken hier nochmal weiter. Konsole. Zur Erinnerung. Es ist Schülerinnen nicht gestattet, einander in ihre Quartiere zu besuchen, einander in ihren Quartieren zu besuchen oder sich unbeaufsichtigt irgendwo zu treffen. Außerdem ist Schülerinnen der Extranet-Zugriff erst nach Genehmigung durch leitende Mitarbeiterinnen erlaubt. Für diese Regeln gibt es keine Ausnahmen. Beim ersten Verstoß beträgt die Strafe 1 Monat Freizeitentzug. Weitere Vorkommnisse werden mit Haft geahndet. Unser Kloster ist eine Zuflucht. Damit das so bleibt, müssen wir Opfer bringen. Wenn wir das tun, vertraue ich darauf, dass wir weiterhin die Ordnung und Ruhe genießen können, die dieser Ort uns bietet. Matriarchin Galle. Ganz kurz die Waffe wechseln. In der Bibliothek. Bring Bücher zum Lernen mit. Rila hat heute Nacht Flurwache, also verhalte dich natürlich. Wir sind an den östlichen Videogeräten. Das wird der Hammer. Bis dann. Oh, und lösche diese Nachricht, sobald du sie gehört hast. Nicht so wie beim letzten Mal. Hat sie diesmal auch nicht getan. Ich würde sagen, ihr könnt ihr gut vertrauen. Ich hab was gehört. Das war ich. Tut mir leid. Runische Signatur. Hier waren wir ja schon, ne? Ja. Komisch ruhig dafür, dass Reaper hier sind oder waren. Gut. Ich hätte sie fast nicht gehört. Oh! Samara. Es ist eine Weile her, Shepard. Freut mich, sie zu sehen. Die Verderbnis reicht hier sehr tief. Was führt eine Justikarin hierher? Meine Töchter leben seit Jahrhunderten hier, Garrus. Sie sind der Grund. Nur ihre Entschlossenheit kann uns retten, Shepard. Sind ihre Kinder eine Bedrohung? Wir haben ihre andere Adajakshi-Tochter gejagt. Sind die hier genauso gefährlich?
Falair und Rila haben die Klosterregeln seit ihrer Ankunft strikt befolgt. Sie haben keinerlei Hang zur Gewalttätigkeit. Und Sie sind hier, um sie zu retten. Ich habe die Verantwortung für sie. Und das gilt auch, wenn gerade unsere Galaxie zusammenbricht. Wir helfen bei der Suche. Auf jeden Fall. Gehen wir zusammen. Vielleicht wissen Ihre Töchter, warum die Reaper angegriffen haben. Wäre natürlich interessant. Sie haben sicher viel zu erzählen. Ich habe sie seit Jahrhunderten nicht gesehen. Die Zeit wird knapp. Wir sehen uns wieder. Ich lenke diese Kreaturen ab. Ich vermute auch, dass wir uns wiedersehen. Halt! Gehen wir. Halt! Gehen wir.